Ja, wie schon gesagt, wir befinden uns, man sagt, im Endgericht. Und ich habe sehr gelitten, weil ich nichts verstehe. Ich habe nichts verstanden. Ich habe gestern Abend noch Uwe gefragt, ein Gast bei uns, der noch eine Woche hier ist, aus der Israel-Freizeit, in der Lukas-Gemeinschaft nochmal gefragt. Ich war natürlich schon gänzlich vorbereitet und dann stellte ich mehr und mehr fest, das Endgericht zu verstehen. Da hat die anderen Geschwister, die Theologie studiert haben, möglicherweise einen großen Vorteil. Bis gestern Abend wusste ich gar nicht, wo es auch für uns heute Morgen lang geht. Und dann ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen für uns, warum wir uns heute Morgen eigentlich treffen. Und dann wurde mir klar, was die Botschaft ist. Wir treffen uns heute Morgen, weil wir eine Familie sind. Wir treffen uns gar nicht, damit wir uns gegenseitig Theologien erzählen, sondern allererstens einfach, weil wir mit dem Herrn zusammen unseren Tag beginnen wollen. Das finde ich immer wichtig, wenn ich zur Andacht komme, wenn ich kommen kann. Ich kann nicht so oft kommen, aber wenn ich dann kommen kann, einfach mit den Geschwistern zusammen, die nachher jeder in ihren Arbeitsbereich laufen und ich in meinen nach Hause, in den Haushalt, dann denke ich, aber wir haben zusammen als Familie den Tag begonnen und auf Jesus gehört. Was wollen wir tun? Lass uns nochmal beten vor dem Wort. Danke, Jesus, dass du immer wieder uns versammelst, wie ein Hirten seine Schafe. Und dass du uns hilfst, dass unsere Beziehung echt, ehrlich, authentisch, klar und in der Weise ist, wie du es beschreibst, nicht wie wir es denken. Und dass es so einfach ist, mit dir zu leben, wie ein Kind mit dem Vater, wie eine Braut mit dem Bräutigam. Und an dem Ort, wo wir stehen, ist es ganz einfach. An der Stelle, wo ich stehe, schaue ich hin und tue einfach das, was gerade vor Augen ist. Weil ich weiß, dort, wo ich hingestellt wurde, da ist mein Platz. Und da schaue ich und gehe Schritt für Schritt. Mach keine Sprünge. Nicht über Tage, nicht über Jahre, nicht über Stunden, sondern einfach Minute für Minute schauen, wo du mit mir zusammen die Arbeit verrichten willst. So segne, Herr, dein Wort, bitte. Und wir danken dir, dass du dein Wort nie leer zurückkommen lässt. Dass es immer kräftig ist und stärker als ein zweischneidiges Schwert. Und dass es uns einrichtet, uns unterteilt und scheidet. Dass wir genau verstehen, Herr, dass Verstand, Gefühl und Geist in die richtige Position zu bringen. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Vom treuen und vom bösen Knecht. Wir sind in Matthäus 24, die Verse 45 bis zum Schluss. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommen, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an jenem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Zähneklappern. Als ich 1987 fragte mich jemand, als ich freudig hinkam mit meiner Gitarre und Lobpreis-Session mit ihm machen wollte, fragte er mich, ein Freund, wir standen uns nah, also ein Glaubensbruder, wir standen uns nah. Und ich dachte, gleich geht's los, noch schnell einen Tee aufgebrüht und dann haben wir Spaß. Und er stellte mir einfach so eine richtig doofe theologische oder auch nicht theologische Frage. Hallo Dagobert, wie geht es Jesus? Und ich dachte, Mist, der ist eigentlich immer ernst zu nehmen, dieser Bruder. Und jetzt muss ich wohl richtig gut theologisch antworten. Ich habe ganz schnell gekramt, während ich noch meine Gitarre langsam auspackte und dachte, jetzt muss ich doch richtig gut was bringen. Ich muss doch jetzt, der kann doch auch nicht so schlecht dastehen da. Und der ist ja nun auch wirklich ein Toller und er hat echt Ahnung.
Aber mir fiel nicht viel ein. Ich dachte, gut. Und diese Frage hat mich natürlich 30 Jahre nicht verlassen. Ich habe sie dann im Laufe der letzten Jahre auch öfters mal jemandem gestellt. Aber es war auch keine bedrohliche Frage. Es war nur eine Frage, die ich nicht verstanden habe. Und heute für mich die Hauptaussage in diesem Text, vielleicht seid ihr erschrocken, für mich die Hauptaussage in diesem Text ist alles nicht das, was man sonst vielleicht so denkt über Endgericht und worüber wir alles nachdenken sollten, sondern für mich die Hauptaussage in diesem Text heißt Hauptaussage, in welcher Beziehung stehst du zum Herrn? Und nicht als Schimpfe und mach dich jetzt mal ein bisschen nervös, krieg deine Depris, sondern einfach wirklich als wunderbare Frage, wo ist gerade dein Bestimmungsort? Ist alles okay? Der Herr fragt nach dir, wie geht es dir? Und ich frag mich, aber natürlich ganz gelassen, wo stehst du gerade da? Ist okay? Und wo es nicht okay ist, weiß ich, der Herr ist mir so nah, ist die Hoffnung mir so nah, dass ich weiß, Gott, ich kann dir das echt ganz locker sagen. Es ist, hier und da ist es echt nicht okay. Und ich bin froh, dass meine Geschwister nicht wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht. Weil es nicht okay ist. Und dann weiß ich, aber gleichzeitig steht die Hoffnung mir so nahe, dass ich weiß, und es ist trotzdem okay, weil ich es dir wiederum sage, Jesus, weil ich nicht klarkomme, aber es ist okay, weil es ist okay, weil ich deine Hoffnung habe, mit dir werde ich diese Situation meistern, nicht heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr, aber es wird so gemeistert werden, wie du das willst, weil das Einzige, was ich tun kann, ist Jesus auf dich hören und sagen, Jesus, ist es okay, wie wir gerade in Beziehung miteinander stehen. Ist es gerade so okay? Bei aller Schlechtigkeit, bei aller Oberflächlichkeit, bei aller Wesensartigkeit, die Dagobert so mit sich bringt. Und das ist echt nervig. Wie sieht der Zustand deines Herzens wirklich aus? In Vers 48 steht, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, in Vers 59, Quatsch, 59 kann ich sagen. Also auf jeden Fall da hinten, da steht, dass der böse Knecht den Herrn gar nicht erwartet. Und die Stunde auch nicht weiß, steht in dem Vers. Bei dem Knecht davor stand das gar nicht. Bei dem Knecht davor steht nicht, dass er total bereit ist und auf die Stunde achtet, wann der Herr kommt und auf die Zeiten sieht. Die Endzeit berechnet und alles Mögliche und so. Und wie sieht die Situation aus? Diese Zeiten sind wilder als früher. Das stimmt übrigens nicht, Geschwister. Die Zeiten früher waren auch genauso wild, wenn nicht wilder. Ja. Es gibt noch keine Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt. Weil das Zeichen ist kein Zeichen in dem Sinne. Sondern ich glaube, Jesus kommt dann wieder wie bei diesem Menschen her. Der macht einfach seinen Job an dem Platz, wo er ist, der treue Knecht. Und der fragt nicht, wann kommt Jesus wieder? Weil sein Ich ist überhaupt nicht damit verbunden, irgendwas erkennen zu wollen, was sehen zu wollen, irgendwie was zu berechnen. Sondern sein Ich ist mit Jesus so verbunden, dass er sagt, ich muss gucken, dass meine Geschwister, meine Familie was zu essen hat. Der ist da so drinne, weil sein Bestimmungsort stimmt. Davon ausgeht, ist alles in Ordnung. Und wenn ich das wirklich wissen soll, wird der Herr es mir sagen zu seiner Zeit, wenn er wiederkommt. Aber das ist überhaupt nicht, worum es geht, um treu zu sein. Um treu zu sein, ist mein Bestimmungsort, der Ort, wo ich bin, ist der okay? Nicht, ist deine Müllhalde okay? Ist dein Lernen okay? Ja? Sondern ist es dein Platz, ein Student zu sein? Ein Pastor zu sein? Ist es okay, wo du stehst? In welcher Beziehung stehst du zu mir? Gerade da, wo du bist, es ist gerade kein guter Platz. Du merkst, an dieser Stelle ist meine Beziehung zu mir, die geht überhaupt nicht mehr weiter. Vielleicht sollte ich nochmal hinterfragen, ob ich in Zukunft vielleicht mal eine neue Arbeitsstelle suchen soll, einen neuen Aufgabenbereich. Vielleicht bin ich gerade an dem Platz, wo ich denke, hier muss ich doch jetzt mal meinen Job zu Ende bringen. Und ich fuchtel da schon so richtig bekloppt, wie bekloppt da so rum und komme nicht zum Ende. Und vielleicht kurz innehalten, sagt Gott, wo ist mein Bestimmungsort? Hier, alles klar, okay Gott, hier ist mein Bestimmungsort. Ich soll hier in meiner Küche meinen Job machen. Ich soll überlegen, was ich koche. Oder soll studieren und diesen Bereich studieren. Aber vielleicht ist die aktive Aufgabe, dann doch nochmal zu überdenken.
Wie gesagt, das ist für mich der wichtige Punkt und das ist meine Hauptaussage. In welcher Beziehung stehst du zu Herrn? Und der böse Knecht erwartet nicht den Herrn und weiß die Stunde nicht. Von dem guten Knecht wird überhaupt nicht gesprochen, dass er darüber nachdenkt. Weil sein Ich ist nicht mehr, er ist mit dem Herrn zusammen Ich. Er ist so zusammen und er macht seinen Job und weiß innerhalb dieser Sache, hey, ich darf Essen austeilen, ich darf mein Gesinde versorgen. Das hat mich daran erinnert, an Psalm 1, und damit schließe ich. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Wege der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter verwelken nicht. Und jetzt kommt die Stelle, die ich meine. Und alles, was er macht, gerät wohl. Alles, was er macht, gerät wohl. Dem guten Knecht, alles, was er macht, gerät einfach wohl. Wenn es nicht funktioniert, alles, was er macht, gerät wohl. Weil er ist an seinem Platz. Er ist an seinem Bestimmungsort. Es ist okay, wenn es nicht funktioniert. Ja? Weil nicht die Aufgabe soll gut gelingen, sondern dass du deinen Bestimmungsplatz hast und recht ausrichtest und darin bist. Jetzt lese ich den zu Ende, einfach der Vollständigkeit halber. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu wieder, die der Wind zerstreut, verstreut. Darum bleiben die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Hauptaussage. In welcher Beziehung stehst du zum Herrn? Die Frage des Herrn an dich. Die Frage des Bruders, die er dir stellen darf. Nicht um dich zu verdammen, sondern um dir zu zeigen, du darfst dich hinterfragen. Und mit der Hoffnung des Herrn darfst du erkennen, nein, ich bin nicht ganz okay. Aber mit der Hoffnung des Herrn weiß ich, er führt zum Glauben. Er führt zur rechten Bestimmung. So dass ich mein Werk dann auch recht ausrichte. Amen. Wohin der nicht wandeln, wohin der nicht wandeln, Rat der Gottlosen. Wohin der nicht wandeln, wohin der nicht wandeln, Rat der Gottlosen. Er ist wie ein Baum, wir kannst uns das erbrechen. Er ist wie ein Baum, wir kannst uns das erbrechen. Seine Frucht zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht, denn sein Buch bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Wir stehen auf zum Gebet, gucken, dass wieder gut unsere Beine kommt, damit wir dann auch zur Arbeit zu unserem Bestimmungsort gehen können. Dann Jesus, der Herr, segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr sei uns gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf unserem Gesicht. Und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Amen. Wunderbare Woche. Seid an eurem Bestimmungsort.